Hi und herzlich willkommen in DJ Bros. Mein Name ist Lukas, aka DJ Luke, und wir sind wieder bei Denon DJ, denn Denon hat wieder abgeliefert. Wir haben eine ganze Menge an Geräten. Ich freue mich, dass der Frank heute hier ist und uns hier zu den ganzen Geräten, die wir haben, hier den Prime Go. Hier steht noch was Cooles, hier steht noch was Cooles, hier steht überall cooles Zeug. Schön, dass du da bist, Frank. Jährlich grüßt das Murmeltier in dem Fall. So ist es. Ja, letztes Jahr schon hier getroffen und ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Und ja, lass uns mal über die neuen Produkte sprechen. Machen wir, gerne. Wir haben hier vor uns den Prime Go, das Gerät, was, ich sag mal, vor der NAMM-Show eigentlich niemand erwartet hat, sag ich mal. Wir haben alle mit Evolutionen von irgendwelchen Geräten gerechnet, die schon da sind. Den hat keiner erwartet und dementsprechend hat es auch irgendwie Medienecho dazu gegeben. Erzähl mal, was haben wir hier? Also, wir haben hier den Prime Go. Das ist sozusagen jetzt das jüngste Mitglied der Prime-Serie, des ganzen Ökosystems. Wie man schon erkennen kann, auch tatsächlich von der Größe her der kleinste. Wir haben ja quasi den Prime 4, also das große Mediaset, Multimedia-Set mit den SC6000, 5000, dann kommt Prime 4, dann kommt Prime 2 und jetzt halt der Go. Und Go, wie der Name schon vermuten lässt, es geht darum, dass das Ding halt transportabel ist. Und das bedeutet einmal natürlich eine gewisse Größe. Da mussten wir gewisse Abstriche machen, wenn man sich das Layout anschaut. Die Jogwheels haben halt jetzt etwas kleinere Größe, fühlen sich aber trotzdem sehr, sehr wertig an, reagieren auch wirklich ganz exzellent. Wir haben die EQ-Sektion hier oben hin verfrachten müssen, weil wir auch da Platz sparen wollten. Aber insgesamt, glaube ich, haben wir halt einen sehr guten Job gemacht, was Größe und Funktionalität angeht. Wenn ihr die Gelegenheit habt, ihr müsst das Gerät unbedingt auch mal in die Hand nehmen. Es ist mega wertig, also wirklich alles Metall hier. Es fühlt sich gut an. Die Fader sind sehr, sehr hochwertig. Da haben wir eben auch bewusst keine Abstriche gemacht, sondern es sind exakt die gleichen Fader, wie wir sie auch im X1850 haben. Ansonsten zwei Kanäle, logisch, keine vier Kanäle. Das hätte da wieder den transportablen Rahmen letztendlich gesprengt. Was man hier sieht, wenn man sich so ein bisschen mit unserem ganzen Ökosystem auskennt, es ist eigentlich identisch mit dem restlichen, und das gilt auch, was die Funktionen angeht. Also auch hier hat man die Möglichkeit zu streamen, auch hier hat man Prime OS als das Betriebssystem laufen, und das haben wir auch bewusst. Das heißt, egal von welchem System man jetzt kommt, vom 4er oder vom SC6000, man findet sich eigentlich sehr, sehr schnell wieder und kommt in den Funktionen halt klar. Lukas, du kannst das bestätigen. Absolut. Und du kannst die Reaktion so. Absolut, also kann ich wirklich so bestätigen. Den Screen, man kennt es halt wirklich. Ich meine, war ja schon sehr nett von euch, dass wir da die Prime Player schon testen konnten, und oder die Prime Geräte, die ihr bisher so habt, die neuesten, und das ist wirklich familiar, wenn du da direkt wieder dran stehst. Du kennst es, du weißt, wie es läuft, du kennst die Bedienung von dem Display. Es ist ja wirklich alles gleich und es ist wirklich kein Abstrich gemacht, gerade von der Usability, was man eben so, oder was vor allem ich und auch viele so geschätzt haben an den Geräten, dass sie einfach und modern zu bedienen sind. Ja. Da macht man hier wirklich keine Abstriche. Wie du sagtest, der Equalizer ein bisschen umzugewöhnen, die Effekte, aber ganz ehrlich, man spielt das Gerät eine Stunde, dann hast du es drin. Ja, eben. Und ich glaube auch, sagen wir mal so, dass die Zielgruppe eine etwas andere ist, dass jetzt alle sagen wir mal Parameter umfassend im direkten Zugriff sein müssen, sondern hier ist wirklich der Gedanke, dass es portabel ist im Vordergrund. Und man kann es 8 Stunden lang, ja, mit einem integrierten Akku verwenden. Das heißt, ihr könnt das jetzt so abziehen, man geht irgendwo in den Garten oder was weiß ich wohin, auf eine Party im Park, am See, stöpselt einfach eine transportable, batteriegetriebene PA ein und dann kann man da 8 Stunden lang eine Party feiern. Also, das ist natürlich der Use Case, also transportable PA, Strandparty oder sowas. Gleich damit rausrennen. Ja, du, müssen wir aufpassen. Ich fühle mich versucht. Aber das ist jetzt mal als Kompliment auch. Das ist natürlich der Use Case, ne? Batteriebetrieben mit einer batteriebetriebenen PA, was weiß ich, Teufel Rockstar, die Reloop-Boxen, irgendwas. Und dann Strandparty mit den Leuten irgendwo bei einem Lagerfeuer, vielleicht sogar, wenn wir wieder ins DJ-Business richtig kommen, offene Trauung irgendwo in einem schönen Garten. Es ist natürlich super geil. Für Mobil-DJs, Wedding-DJs, ne? Also ich glaube, eine kompaktere Lösung, All-in-One-Standalone, wird es nicht geben. Also ich denke, da haben wir alles erfüllt. Aber auch trotzdem nochmal, auch was die Wertigkeit angeht, ne? Da haben wir keine Abstriche gemacht zu den größeren Modellen. Das ist halt einfach alles etwas komprimierter, kompakter.
Ich habe gesehen, ihr habt hier quasi dann die genau verschiedenen Modi wieder, wie man sie kennt. Ein Slicer, den Slicer haben wir weggelassen, aber man hat halt Hot Cure, Loop und Roll, also die Hauptfunktionen, und in Abhängigkeit der Kategorien, die man auswählt, hat man dann, so wie bei den anderen auch, in dem Fall jetzt nur in Anführungsstrichen 4 anstatt 8, aber hier die Möglichkeit, das dann entsprechend... Die kann man über Bank, kann man die umschalten? Ja, okay, genau. Verstehe. Ja gut, das ist ja dann eine gute Option. Wie gesagt, man muss es ja verkleinern. Irgendwo muss der Platz eingespart werden, und in dem Fall haben wir es halt da. Absolut. Anschlussmäßig ist eigentlich auch alles mit dabei. Ne? Wir haben hier, ich muss mal kurz gucken, hier hinten haben wir einen USB-Anschluss. Genau, hier hinten haben wir die üblichen USB-Anschlüsse. Den Link-Anschluss, wie wir ihn für Denon kennen, für Stage-Link und so weiter. USB-B, um dann später wahrscheinlich mit der Software irgendwie zu kooperieren, würde ich jetzt mal so ins Blaue raten. Ja, ja. Genau. Man kann auch darüber natürlich auch ein Firmware aufspielen zum Beispiel. Ja, das kommt natürlich dazu. Vollwertige Ausgänge finde ich gut. Balanced XLR Output am Master finde ich sehr klasse. Das beweist auch nochmal, dass wir da wirklich auch den professionellen, also dass es wirklich ein professionelles Gerät ist. Also sich da nicht von der Größe, das ist kein Spielzeug, das ist schon ein professionelles Gerät. Spätestens an den Anschlüssen sieht man es auf jeden Fall. Und dann noch ein vollwertiger Booth, was auch immer, auf jeden Fall auch symmetrisch. Ja, ja. Sehr geil. Und dann halt eben auch alles, was man halt wirklich so braucht. Vorne hatte ich gesehen, haben wir noch einen SD-Anschluss. Genau. Und dann genau Kopfhörer und die entsprechenden Sachen für den AUX hinten, genau, und dann für die Kopfhörer. Genau. Ja, mega geil. Also cooles Gerät, gerade eben wenn man schon bei Denon ist, egal mit welchen Geräten, wenn du ein Ökosystem hast, ist natürlich Plug and Play. Ja, ich sehe auch noch einen anderen Use Case, also schade, dass da hinten keine Kamera ist, dann könnte man nämlich sehen, wie der Rest der DJ Bros sich hier gegenseitig Kampfansagen machen. Gut, genau, und zwar ein weiterer Use Case könnte auch sein, wenn man jetzt beispielsweise sich auf einen Gig vorbereiten will oder man ist jetzt irgendwie im Flugzeug für die nächsten paar Stunden und kann da dann zum Beispiel auch schon den Gig vorbereiten oder einfach so drum spielen anstatt auf dem Gameboy oder YouTube oder was auch immer rumzutun. Ich denke, bei dem Gerät, das war so mein erster Gedanke, auch wenn wir uns jetzt vielleicht in den ersten Momenten noch gar nicht so viele Use Cases in den Sinn kommen, ich denke, das Gerät ist auf dem Markt was Neues, und zwar was richtig Neues, nicht nur irgendein Tweak oder irgendeine Erneuerung. Ich denke, ganz viele Use Cases werden sich jetzt über die nächsten Monate, Jahre noch ergeben bei dem Gerät. Ich freue mich schon auf irgendwelche lustigen Videos, wie Leute sich das auf dem Fahrrad Gepäckträger einbauen oder ich sehe es auch schon kommen. In der Konsole, im Auto oder was weiß ich was. Auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Also ich bin sehr gespannt auf das Gerät. Werde das auf jeden Fall auch hier noch ein bisschen weiter testen und ausprobieren. Finde ich wirklich klasse mit der Tragbarkeit. Vor allem hier, wenn wir jetzt hier einfach... Das ist ja on the fly alles machbar. Ne? Ich kann das hier einfach... Ja. Noch Fragen, Jungs? Noch Fragen? Und es funktioniert alles noch. Also schon eine coole Sache. Genau, ich würde sagen, so viel zum Prime Go an der Stelle. Wir haben ja noch ein paar weitere Geräte vor uns, um die wir uns kümmern wollen. Schauen wir uns als nächstes mal die ST6000 und den neuen X1850 an. Würde ich auch sagen. Und dann, ja, in dem Fall, ne, danke dir. Yeah. Und bis später dann.